liebe Freunde, es gibt ein neues Video für euch. Wir haben jetzt ein bisschen ausgesetzt. Ich war in Dubai 10 Tage, hatte dort wirklich viel zu tun. Ich hatte die Kamera dabei, aber ich habe es nicht geschafft, für euch ein Video zu drehen. Glaubt ihr das? So busy und ja, mein Terminkalender ist voll. So, ich fahre jetzt zum Nürburgring und zwar werde ich dort den ganzen Tag heute auf dem Rennsimulator trainieren, ja? Hier einen dicken Gruß, einen wirklich einen dicken, fetten Gruß und ein dickes, fettes Dankeschön an die Jungs und Mädels von Race Room. Race Room kennt ihr vielleicht, gehört zu KW und die machen Rennsimulatoren und durch die habe ich die Möglichkeit, mich dann heute ja, den ganzen Tag lang auf dem Simulator vorzubereiten und zwar auf mein Rennwochenende in Hockenheim, auf dem Hockenheimring. Genau. Ihr habt ja gesehen, es gibt eine Hyundai TCR Challenge. Ich musste meine Rennlizenz machen. Dann habe ich schon mal einen Tag in Hockenheim getestet. Bin 60 Runden TCR, Hyundai i30N TCR gefahren. Um an das Video zu kommen, da müsst ihr hier oben klicken. Der Patrick blendet das jetzt ein. Und bin vorher noch nie in Hockenheim gewesen. Bin auch vorher noch nie in i30N TCR gefahren. Von daher war das für mich ein, ja, das erste Mal. Und ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen, aber ich hatte leider nur diesen einen Tag Möglichkeit zu trainieren und mich vorzubereiten. Es gibt zwar vor dem Rennwochenende direkt vorher, also an dem Freitag, gibt es noch einen Testtag, den werde ich mitnehmen. Das ist übrigens jetzt diesen Freitag, ja. So, Donnerstag sogar schon. Donnerstag gibt es schon Testtag und Donnerstag, Freitag, Freitag freies Training, Samstag Rennen, Sonntag Rennen. So, Leute, ich bin echt, echt ein bisschen aus Atem. Also, ich werde aber jetzt heute am Nürburgring im Race Room Café trainieren und zwar den ganzen Tag und werde schauen, dass ich mit den Rundenzeiten auf dem Simulator dahin komme, wo die schnellsten sind im echten Leben. Ja? Natürlich momentan, ihr müsst überlegen, das sind alles Profi-Rennfahrer, die machen nichts anderes außer das. Ich war jetzt natürlich einen Ticken langsamer als die schnellsten, aber ich war tatsächlich nicht langsamer als der langsamste. Und für mich ist das Ziel sowieso ankommen. Ankommen, nichts kaputt machen. Das Auto muss ganz bleiben. Und der Teamchef von Engstler Motorsport, der sagte zu mir, hör mal, wenn du dein Auto heil wieder nach Hause bringst, ne, bist du besser als 50% der anderen. Ja, aber die meisten fahren alles kaputt. So, ich bin gespannt. Also ich freue mich wirklich drauf. Und wie gesagt, ankommen wird für mich das Ziel sein. Und vor allem das Auto heile zurückbringen. Weil die Jungs, die kämpfen um die Meisterschaft. Und ich habe einen Gaststart. Mal gucken, was nächstes Jahr noch so passiert. Je nachdem, wie gut oder schlecht ich mich schlagen werde. Aber für mich ist das erstmal einfach das Wochenende überstehen und fahren. Einfach nur fahren. So, die beste Vorbereitung ist auf dem Simulator. Die Simulatoren sind heutzutage so gut, wenn einer von euch schon mal in einem Race Room Simulator gespielt hat oder mal geübt hat, der weiß, das ist echt sehr, sehr realitätsnah. Und ich habe auch mit mehreren Rennfahrern gesprochen, auch natürlich von Hyundai und Team Engstler, der Luca Engstler, der Max Hesse. Und die sagten auch, die bereiten sich auch mit dem Simulator auf die Rennen vor. Ne? Und das werde ich heute machen. Ich werde heute den ganzen Tag, also so viel es geht, an dem Simulator üben und trainieren und schauen, die Strecke noch ein bisschen besser kennenlernen und schauen, was für eine Rundenzeit ich auf dem Simulator schaffen werde. Und das seht ihr gleich. So, liebe Freunde, ich bin am Nürburgring Boulevard angekommen und hier, ich gehe mal eben raus hier. Hier ist, Moment, hier ist nämlich das Race Room Café. Muss gucken, ob die Tür nicht zufällt. Ah, Race Room Café. Und eigentlich sind wir nämlich heute hier geschlossen, aber. Aber wie gesagt, die Jungs und Mädels von Race Room waren so nett und gesagt, ey, wir haben das eigentlich geschlossen. Und der Tim, der mein Ansprechpartner ist da hinten übrigens, der hat ja noch Urlaub eigentlich. Ja. Und die haben gesagt, ey, weißt du was, wenn du nur heute kannst, ich kann wirklich nur heute trainieren kannst, dann machen wir das möglich, machen die Bude hier auf, ist keiner da, ihr könnt das sehen, super geil. Und ich kann halt gleich die ganze Zeit fahren. Race Room, wer kennt es nicht? Also sie haben verschiedene Simulatoren, ich zeige euch das mal. Ja. Hier gibt es welche, das sind so Motion Simulator, ja. Die bewegen sich, richtig geil. Die sind auch geil, die bin ich schon gefahren. Das sind die, sagen wir mal, normalen Simulatoren, die bewegen sich nicht, aber hier kann man halt viel gegeneinander fahren. Und da hinten zeige ich euch nochmal auch einen Motion Simulator, den ich jetzt fahren werde. So sieht das Ding aus. Da ist der Tim, hallo Tim. So sieht das Ding aus hier. Den werde ich heute fahren. Und dann schauen wir mal, wie ich mich anstellen werde. Und dazu gleich mehr. Ich habe natürlich auch schon ein paar Rundenzeiteninfos für euch, aber damit ihr dran bleibt, erzähle ich euch das erst gleich. Bis gleich. Tschüss. Wow, Leute, ich bin nass geschwitzt. Ich bin jetzt 4 Stunden gefahren, zwischendurch ein kleines Subway-Sandwich reingehauen und das ist brutal. Also es ist wirklich real. Also man kann
ich bin das Auto ja gefahren, ich bin die Strecke vor zwei Wochen gefahren und man kann das wirklich vergleichen mit der Realität. So, ich kann euch sagen, ich bin hohe 1,52er Zeiten gefahren im echten Leben und bin jetzt konstante 1,50er Zeiten gefahren, wobei ich auch einige 1,48er, 1,49er Zeiten dabei hatte. Die Bestzeiten so im Hockenheim sind 1,47, 1,46, sowas. Ne? Also ich denke, ich bin da ganz gut dabei. Ja, ich bin durch den Winter, also 4 Stunden am Simulator ist schon echt anstrengend, hart und brutal. Ich bin wirklich nass geschwitzt, mein ganzer Rücken ist nass und mir tut mittlerweile der Fuß vom Bremsen weh und alles, also das ist schon heftig. Mehr als das kann ich nicht, also ich denke, ich habe mich gut vorbereitet. Simulator, Race Room kann ich wirklich jedem empfehlen. Die Jungs haben hier am Nürburgring so ein Race Room Café, nennt sich das, kommt vorbei, könnt ihr zocken, kostet ein paar Mark, ist aber echt wirklich human. Und dann könnt ihr auch gegeneinander zocken hier vorne, ja, da gegeneinander zocken, könnt ihr alleine zocken, also wenn ihr mal nichts zu tun habt, am Wochenende oder wann auch immer, kommt vorbei. Schaut es euch an und zockt ein bisschen gegeneinander. Wie gesagt, Hockenheim mit einem Hyundai i30 NTCR bin ich jetzt, beste war so 1,48 und konstant 1,50er Zeiten gefahren. Ich denke, das kann sich sehen lassen, das ist in Ordnung. Und ja, ich hoffe, das kleine, kurze, knappe Video hat euch gefallen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen weniger Videos gemacht, habe ich ja gerade eben am Anfang des Videos schon gesagt. Dadurch, dass ich in Dubai war und viel zu tun hatte. Aber in Zukunft, versprochen, kommt wieder mehr. Das war's von mir. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.